Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute einmal wieder beim Forellenhof Ezel. Ja, langsam kommt der Sonne, ich stehe schon mittlerweile im T-Shirt da und ja, es wird an den kleinen Teichen momentan sehr schwer, also man kann noch fangen, aber jetzt kommt so ein bisschen die Zeit der großen Gewässer und hier in Ezel weiß ich das nämlich, dass es teilweise im Sommer, also Richtung hinteren Teil des Sees relativ einfach wird, also entweder grundauftreibend oder auch mit der Maracas von oben kann man ganz gut fangen und man muss mal so probieren, aber ich will es heute einmal hier probieren. Ich werde einmal hier im Hintergrund, seht ihr schon, einmal die Grundroute rausbringen und draußen werde ich dann einmal so ein bisschen die Maracas treiben. Ich will mal schauen, entweder sind die Fische oben oder unten. Also die Sonne hat ja richtig Kraft, es ist richtig warm, ihr seht es vielleicht so ein bisschen im Gesicht schon. Und da muss man so ein bisschen ausprobieren. Morgens kann es mal vor oben probieren, ganz gut sein. Und über den Tag hin würde ich eher sagen, dass die Fische einfach so weiter runter gehen, weil die Sonne drückt die runter, das wird heiß. Und die Frösche sind auch schon unterwegs. Und wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, ab damit in den Kommentare. Und lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo da. Für euch ist es einfach ein Klick, für mich bedeutet es relativ viel. Und ich kann dadurch meine Arbeit finanzieren. Und wie immer, kostenloses Abo da lassen, kommentieren und like. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So Leute, also, ja, Powerbait fange ich an. Ich hatte erst überlegt Libralur, aber Nachbar der fischt jetzt erstmal mit Libralur. Da probiere ich jetzt einmal fruchtiges Powerbait aus, also Smoke und grüne, also Watermelon. Und habe so ein 2,5 Meter Vorfach und mein 7 Gramm Blei und werde das hier vorne an der Kante legen. Ich muss mal gucken, muss man das noch mal so ein bisschen ausloten und Sekunden. Ja, okay, lassen wir das mal liegen. Hab ich mir, also ich habe gedacht, so ungefähr in dem Bereich 14, 15, 16, 17 Sekunden 2,5 Meter Vorfach hinlegen. Das weiß ich nämlich vom letzten Mal, das ist ganz gut und doch, lasse ich jetzt mal liegen. Ja, ich hatte die Grundroute so ein bisschen rechts von mir positioniert. Ich wollte heute einmal mit der Grund auftreiben, an der Kante fischen und dann vielleicht nochmal draußen versuchen, oben zu angeln, mal schauen, wo die Fische sind. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, meine ganzen Aufnahmen von der Brustkamera, oh, wieder ohne Ton. Mittlerweile weiß ich, woran es liegt. Es liegt leider an diesem Media-Mod, was ich nutze. Und ich hoffe, dass es in der Zukunft keine weiteren Tonprobleme mit dem Media-Mod gibt. Aber ja, hatte ich die Grundroute rausgebracht und da dann auch Powerbait natürlich mutiert. Zum Anfang hatte ich einmal die Maracas, die 25 Gramm, die zeige ich euch nachher nochmal. Montiert und dann mit so einem 2,5 Meter Vorfach und dann habe dann einmal probiert, erstmal mit Powerbait oben so ein bisschen stehen zu lassen. Ich hatte da so ein bisschen das Blei immer wieder hin und her variiert, einfach um zu probieren, wo sind die Fische denn wirklich, weil noch hatte sich noch nichts getan. So Leute, ich habe bis auf Stand hier. Ja. Maracas. Ich bin noch dran. Oh, ab. Oh nein. Ab. Ab. Oh. Ab. Ja, ja, die ist hochgesprungen. Die ist hochgekommen, hat den Köder ausgesprungen. Da war sie. So, und Köder war hier. Bienenmade und eine künstliche Bienenmade von mir. So, das geht wieder rein. So Leute, also wie gesagt, Bienenmade, dann der Köder. Ich habe jetzt wieder ein kürzeres Vorfach mal eben kurz gewählt, einfach weil es frischer Fisch bekam. Der Besatz kam morgens und ja, so ein 2,5 Meter Vorfach, 3 Meter Vorfach und hier einfach hier so mal ein bisschen hier nach rechts geworfen. Ja, jetzt nachdem ich mit der Maracas den ersten Biss hatte, konnte ich ungefähr sehen, in welcher Tiefe der Fisch war, weil ich hatte das 2,5 Meter Vorfach, ein kleines Blei dran und habe jetzt einmal probiert dann mit dem Meerforellenblinker. Habe erstmal dann mit dem grün-silbernen angefangen. Irgendwann habe ich dann auch Biss bekommen,
wirklich kurz vor den Füßen. Aber leider ist der Fisch ausgestiegen. Ja, das ist halt leider mit der schwereren Rute vor den Füßen, hat man kaum Chance, den Fisch dann zu bekommen. Linker, Linker, komm! Oh, das kann nicht wahr sein. Hier vorne ein Kraut, bitte Sau. Und der nächste wieder ausgestiegen. Also ja, es ist einfach so mit den Meerforellenblinkern, wenn die Fische relativ spitz beißen, dann hat man teilweise echt, verliert man auch einige Fische, habe ich mittlerweile gemerkt. Aber es ist einfach so, wir hatten aufgrund bisher nicht einen einzigen Biss, aber dafür aktiv. Und ich habe es immer weiter probiert, weil ich habe mir gedacht, wenn sie schon zubeißen, irgendwann wird eine mal richtig zupacken und dann muss ich ein bisschen schnell eincashen haben oder besser. So Leute, ja, es hat jetzt endlich mit dem ersten Fisch geklappt, also eine schöne, ja, super Portionsforelle, also ja, was haben wir hier so ein bisschen rumgebrochen mit Tom nebenbei und jetzt sehen wir auf einmal, die Fische sind oben und ich habe jetzt zwei Stück schon auf dem Meerforellenblinker ausgeschlitzt, also einmal eine hier vorne und eine, ja, auch kurz vorm Kescher hier, also relativ weit vorne und noch ein paar Bisse gehabt und auch auf der Maracas ausgestiegen und ja, die Fische zeigen sich. Und ich habe gerade so ein bisschen sein Spiro angeworfen, also an dran vorbeigeworfen, oben einfach eingekurbelt und dann kam der super Biss, Fisch und ja auch vorne an. Ich habe die zack ganz schnell reingeholt, damit die schnell im Kescher ist und da ist er auch wieder ausgestiegen und ich zeige euch mal eben, welchen Köder ich benutzt habe. So Leute, also ja, Köder war dieser grün-silberne. Heute hatte ich ja die meiste Aktion mit dem und wir hatten Fische, ich hatte da Fische rechts gesehen und die haben sich oben gezeigt und ja, angeworfen und wirklich nicht abdenken lassen, also direkt oben kurbeln. Hab dann auch noch mal viele, viele Würfe damit gemacht, aber wir haben einfach gemerkt, die Sonne kam mehr raus und ja, dann würde für mich der Zeitpunkt sein, okay, dann würde die etwas passivere Methode fangen. Es ist einfach so, die Sonne wärmt die Fische auf und die bewegen sich dann nicht so gerne da drin. Aber erstmal weiter gefischt und natürlich auch ein bisschen die Köderwechsel durchgeführt. Auf Grund kam bisher auch gar nichts und mit der Maracas habe ich immer wieder Köderwechsel durchprobiert, weil da hatte ich bisher nach dem anfänglichen Biss auch nichts weiter bekommen. So Leute, ja, ab. Was war denn? Was ist das Besseres? Ich habe gerade ja, umgebaut von Powerbait auf Librador, zeige ich euch nachher mal. Und ja, zack, in die Rute gekommen. Bisschen in der Tiefe verstellt. Ja, irgendwie, entweder geht hier richtig Gas oder. Und so lange durchprobiert, bis ich irgendwann den richtigen Köder hatte und jetzt sofort Biss bekommen. Ja, sauber. Ja, nein, nee, lass liegen, alles gut. Die ist ja auch unten. Manchmal aus Verzweiflung Libralur ran machen. Aber Powerbait wollten wir. So Leute, ja.
Libralure Exotic Fruits. Hier so eine, diese Lava ist das, ich glaube 38 mm oder 30 mm hat die. Und dann hier die Maracas, 2,50 Meter Vorfach und dann Hansi-Methode, 30 cm, also im letzten Drittel den Köder. Und ich habe wirklich rausgefeuert. Also die Fische sind draußen, die schwimmen auch noch weiter oben. Aber Powerbait war ging gar nichts. Und Libralure. So Leute, Libralure hat wieder funktioniert. Wieder draußen. Wir haben gedacht, gerade ich habe mich überworfen. Nee. Wieder. Witzige Sache, ich habe die ganze Zeit Powerbait da treiben gehabt. Nichts hat sich getan. Ich habe auf Libralure gewechselt. Bumm. Zwei Fische. Ja, läuft. Ja, Libralure fruchtig. So Leute, ja, jetzt wieder eine von den tollen, klasse Fische hier gefangen und ja, jetzt läuft die Maracas-Montage. Also das mit dem Libralure hat geklappt, also den Köder wirklich da, das erkennen Sie so ein bisschen als Nahrung. Ich habe auch überlegt, oder schönen Dank an Nachbarn, der hat mir nämlich gesagt, Libralure ist das Letzte, was hier funktioniert. Aber das Wichtige war, ich habe nämlich gemerkt, Powerbait haben sie nicht zugeschnappt, aber die haben sich die ganze Zeit von der Oberfläche so kleine Käfer und sowas geholt. Und Libralure, Lava ist ja natürlich so eine Imitation von der Larve, raufgemacht, Baum. Und ja, das war Libralure Exotic Fruits, also dieses Fruchtige. Und das fängt jetzt die tollen Fische hier. So, wieder der gleiche Köder, das gleiche System, 2,5 Meter Vorfach, Maracas. Und wirklich so weit wie möglich raus, also wirklich die an der Windkante, wirklich so fast auf der Höhe von der Boje. Barsche gehen da hinterher. Und draußen kommen die Biste, also das ist so aktiv momentan. Ist eher weniger, die Sonne kommt raus, ist warm. Und die Maracas, die treibt da draußen rum. Das ist halt der Köder, Hansi-Methode. So Leute, hat wieder Biss. Ja, wieder da hinten Maracas. Ich glaub's nicht. Die Brüder kümmern sich da hinten rum. Und so. Draußen, Libralure gibt es nicht. Powerbait funktioniert nicht. Libralure, diese Larve nehmen wir. Ja, die richtige Tiefe gefunden, den richtigen Köder gefunden und sofort läuft es. Also jetzt ist es einfach gewesen. Rausgefunden, was sie wollten und zack, habe ich immer wieder Bisse bekommen. So Leute, also, ja, die Erfolgsmontage war ja meine, diese 25 Gramm Maracas, also das ist diese Spitfire von Tobutini. Dann, ja, eine kleine Gummiperle, dann Dreifachwirbel, dann nehme ich nämlich zwei Pilotposen. Einfach, weil die kleine Pilotpose, die ist ein bisschen, ja, da ist mit dem langen Vorfach, mit Blei und alles und dem Wirbel. Deswegen nehme ich zwei Stück, es gibt ja auch diese auftreibenden Wirbel. Und dann habe ich ja... Meter, ja, 2,50 Meter Vorfach, also das ist, ja, sieht man hier. Und ich habe auf dem letzten Drittel habe ich eine kleine Bleiperle und dann kommt ja hier diese, der Libralure Exotic Fruits. Und es ist einfach so, du hast von oben die Schnur, die Hauptschnur, besser gesagt das Vorfach, das runtergeht und das hier Stück, das treibt wieder auf. So, und schöne Grüße gehen an Hansi Loge und an Frank. Von dem habe ich nämlich die Montage und wir haben gemerkt, einfach im Sommer ist diese Montage total effektiv. Wenn von oben runter kommt, eine Schnur kommt von unten
und dann ist die Köder da. Und ich hatte die ganze Zeit Powerbait probiert, haben sie nicht zugepackt und jetzt auf Libralo geändert, Lava. Es liegt einfach so ein bisschen einfach an der Larve. Ich habe gemerkt, ja, die packen oben diese Larven oder die Köder, sonstiges, die Bienen oder sonstige Käfer holen sich von der Oberfläche. Und das hier, das wollen sie fressen. So. Und hat mir jetzt dreimal den Erfolg gebracht. Und das Ganze geht wieder raus, also wirklich nach hinten links. Relativ weit draußen treibt das und es läuft jetzt. Ja, ich habe das wirklich relativ weit in die Ecke reingeworfen. Mit der Maracas komme ich ja relativ weit raus und stopfe das natürlich auch vorher einmal ab und habe dann so Richtung Schild. Also. Aber war trotzdem immer wieder nochmal probiert, ob ich mit mehr Forellenblinker auch nochmal was bekomme, ein bisschen tiefer absinken lassen. Aber keine Chance. Hiermit habe ich nicht mal einen Anfasser bekommen. Man hat gemerkt, sie wollten nur noch passivere Köder. Wurde. Da hinten reingeworfen. Ja, ich muss wirklich sehr weit nach hinten rein. Ja, da sind die Fische. Gerade eben rausgeworfen. Das ist keine Nebenfische hinter dem Baum. Maracas mit dem Libralure. Und noch mal einen Biss bekommen und ja, den Fisch. Und aber danach hat sich wirklich auch da gar nichts mehr getan. Ich habe da noch mal so ein bisschen Köderwechsel durchprobiert, aber die Fische hatten sich schon ein bisschen woanders hin verzogen. Ich hatte es auch einmal noch mal vorne probiert, da habe ich dann auch noch mal einen Biss bekommen, grundauftreibend, aber leider war der Fisch dann weg. Nee. Zieht noch langsam. Weg. Schade. Ich hatte noch mal viele weitere Sachen durchprobiert, aber ich hatte gar keinen Biss mehr bekommen. Köder weggewechselt, so ein bisschen auch die Stelle, aber es war wirklich hinten. War heute die etwas schlechtere Wahl. Der Fisch ist doch weiter vorne gewesen und dort wurde ganz einfach mit Grundauftreiben gefangen. Wie immer, wenn ihr Interesse an meinem Material habt, schaut da mal einfach in die Videobeschreibung. Und meine Gummiköder, Snaps, Haken findet ihr bei eBay Kleinanzeigen Bock auf Forelle. Oder wenn ihr an einem Guiding Interesse habt. So Leute, ich habe Feierabend. Ja, 5 Fische sind es bei mir heute geworden und ein Fisch habe ich heute rausbekommen auf den Meerforellenblinker, grün-silber. 2 sind mir noch ausgestiegen, noch ein paar Bisse gehabt. Und dann 4 Fische auf der Maracas hinten. Libralure von oben, 1,50 bis 2 Meter. Jetzt ist die Sonne rausgekommen, jetzt ist da kein Fisch mehr. Meine heutige Erkenntnis ist auf Heiner hören. Der hat mir gleich morgens gesagt, geh mal lieber rechts. Ich wollte lieber hinten links probieren. Ich habe Fisch gefangen, aber man hat heute gemerkt, der vorne beißt der Fisch etwas besser. Und da haben sie etwas mehr gefangen. Aber man kann auch hinten fangen, aber... Wenn ihr herkommt, fragt mal Heiner und Kerstin, die sagen euch nämlich, wo der Fisch ist und wie ihr angeln sollt. Weil die sind natürlich jeden Tag hier auf der Anlage und die wissen, wie die Fische beißen. Deswegen einfach mal darauf hören. Und ja, das Sommerprogramm ist noch nicht ganz da. Also Tom, der hatte neben mir, schöne Grüße, der hatte einen Fisch auftreiben, gleich am Anfang, kurz nach dem Besatz gefangen. Und dann waren die Fische oben. Und irgendwann habe ich sie gekriegt, dann mit der Maracas und mit dem Meerforellenblinker. Und dann bin ich nochmal nach rechts. Auch schöne Grüße an Thorsten. Ja, einen Biss gehabt aufgrund, aber leider
nicht ganz bekommen, weil die Fische dann relativ zickig waren und dann hat sie auch losgelassen. Aber ich bin rundum zufrieden, also muss ich sagen, die Fische, die kämpfen echt, super Fische. Es wurden auch heute noch einige größere gefangen, das ist so ein bisschen von Pfingsten noch der Besatz drin, da ist einiges reingekommen. Und also ich kann euch dem wirklich nur empfehlen, fragt vorne nach, wo und wie ihr angeln sollt, sagen euch einmal und dann könnt ihr wirklich relativ einfach, effektiv Fisch angeln. Man muss halt auch so ein bisschen ausprobieren an dem See, aber Kerstin und Heiner können euch sagen, wie das funktioniert. Und wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, ab damit in den Kommentare. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo da, kommentieren und Like. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!